Ja, ich trete ein, blicke mich jetzt mal um, wer denn alles hier liegt. Und mir einen Überblick darüber, wer wichtig ist. Ist denn jemand Wichtiges außer der Eventuell ist Trommeli noch anwesend. Noch hilft, die anderen Verwundeten zu versorgen. Und Inquisite selbst auch so ein bisschen vor sich hin tropft. Romilly? Ich weiß euren Sobald. Tatendrang zu schätzen, aber ist es richtig, wenn ihr hier oben herumlauft? Nun, sobald die Verwundeten versorgt sind, doch meine Verletzung behandelt wurde, kehre ich dahin zurück, wo ich nach Ansicht ihrer Gnaden hingehöre. Nun, da kann wohl niemand etwas gegen sagen. Wo liegt Ihre Exzellenz denn? Dort hinten. Ah, wunderbar. Dann haltet euch vielleicht am besten hier. Nur für den Fall. Dann mache ich mich mal auf sie zu und setze mich auf einen Schemel neben sie. Sie ist bei Bewusstsein, ja? Sie ist bei Bewusstsein, ja. Also ist wie gesagt eine Verletzung in der Bauchregion, die ziemlich schmerzhaft aussieht, aber ja, das ist nichts, wo man dann in Ohnmacht fällt. Ist einfach nur eine, ja, gut, Frau, wenig konstituiert und dementsprechend dann hat sie da wohl mit ihrer Wunde zu kämpfen, die aber auch verbunden ist. Exzellenz. Ich hoffe, es ist nicht gar so unangenehm, wie es den Anschein hat. Nun, ich habe mit den Heilern gesprochen und sie sagten, es ist kein Unelement in meiner Bauchregion, sondern zum Glück nur ein paar Eisensplitter der geborstenen Rotzenkugel. Ich kann mich also sehr glücklich schätzen. Ist gut. Und wie ihr sehen könnt, hat die Dame von Aran sich ja redlich bemüht, den Verwundeten auszuhelfen. Das wurde mir zugetragen. Aber ich Ich glaube keine Ahnung, dir, was ich das hier macht die sehe. Tat wieder wett, dass Nun, sie natürlich Verwundeten nicht. hilft. Natürlich nicht, aber es sollte doch ein weiterer Anhaltspunkt sein, der euch von ihren Überzeugungen unterrichten sollte. Nun, wie gesagt, ihr seid der Kapitän und wenn ihr meint, dass so mit ihr zu verfahren ist, dann werde ich das nicht tolerieren müssen, nicht respektieren müssen, aber wohl tolerieren. Wie gesagt, ich habe einen Auftrag vom ehemaligen Großinquisitor bekommen und er sagte, dass euer Wort das Zählende ist. Selbstverständlich, aber wenn wir nicht eurem zumindest ein wenig Acht geben würden, müsstet ihr genauso wenig nicht hier sein. Schließlich dafür da, um uns alle, sagen wir mal, im Zaum zu halten. Hier sind wir von einem Dämon unterwegs und könnten in die eine oder andere Versuchung geraten. Wichtig ist allerdings, dass ihr euch gerade auf solcherlei Dinge bemüht. Was wollte ich sagen? Scheiße, sorry. Signore. Bogdan auf einem anderen Bett. Ach ja, ja. Guck da. Ich werde morgen sicherlich wieder voll einsatzbereit sein. Durch sieht er aus. Ja, siehst auch, dass er wohl verletzt ist, wurde wohl auch ja, an der Schulter gestreift und ein bisschen was hat er in der Bauchregion abbekommen. Betrachtet das so ein bisschen? Er ist leicht verbunden worden. Du kannst durch die Mullbinden hindurch sehen. Die haben sich wohl ein bisschen schwarz gefärbt. Könnte geronnenes Blut sein. Aber dadurch, dass es nur so leicht verbunden ist, kannst du wohl auch auf das Innere erkennen. Es sieht so ein bisschen bräunlich darunter aus. Nicht unbedingt wie Wundränder. Einfach merkwürdig. Ich werde mich morgen dem Dienst wieder anschließen und dann werde ich es diesen Piraten zeigen. Herr Fiona hatte Ihr mir schon seht. einiges gezeigt und. Ogdan, ihr seht ziemlich beschissen aus. Die Wunde mutet auch nicht gut an. Senor, ihr seht auch ziemlich beschissen aus, aber das hat nichts mit der Wunde zu tun.
Er deutet auf deine Beine. Kleinigkeiten. Das halte ich schon wieder raus. Ich werde nochmal einen Medikus herbeirufen. Die sollen nochmal schauen, ob ihr Unwasser hereinbekommen habt. No, no, Senor. Ich war die ganze Zeit hier in diesem Teil hier auf dem Hauptdeck. Da ist nichts mit Unwasser gespritzt. Mir geht's wieder gut. Naja, wer weiß schon, womit die ihre Kugeln bestreichen. Das kann alles Mögliche gewesen sein. No, schaut euch lieber den anderen an. Denen geht es viel schlechter als mir. Ich möchte mich ein bisschen vorbeugen und so ganz leicht auf die Wunde schlagen. Also wirklich nur so ein Tippen. Hart. Er zuckt nicht, oder? Viel zu spät. Er zuckt viel zu spät. Senor, hört auf damit. Ihr bleibt liegen, bis ihr ausgeruht seid. Und wenn ich euch vorher auf dem Oberdeck erwische, prügele ich euch höchstpersönlich wieder hier runter. Ist das klar? Si, si, Senor. Würfel mal eine Sinnschärfe auf Sicht, das scheint um 10. Das Problem ist mit deinem Auge. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, dass. Nicht geschafft, nein. Achso, du hast die Erschwernis nicht eingetragen. Ja, okay, dann, ja. Schaut dich an, nickt. So, ich winke dann noch beim Rausgehen meinen Medikus herbei. Dann soll sich das Medikus dann nochmal ansehen, vielleicht nochmal aufmachen und neu verbinden. Ich rommel ihn nochmal mutigend zu. Mach mich dann auf den Weg zum Oberdeck. Ja, als du dann in Richtung des Treppenhauses gehst, kannst du wohl noch den Mediziner jemand anderes herbeirufen hören. Das solltet ihr euch mal ansehen. Hier, ja, dann, also ist doch wohl keine Panik dabei, einfach nur so ein, ja, ich brauche hier mal den Rat eines Kollegen, ne? Wie man das eben so. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut, auf zum Steuerturm. Hat Ragnar noch was vor? Nur weitere Lehrstunden mit Lupdil. Unten bei den Gefangenen? Nee, diesmal würde ich ihm irgendeine philosophische Frage stellen. Wenn er einen Gegenstand auf der Straße findet, von dem er nicht weiß, wem der gehört, ist es dann trotzdem rechtens, wenn er es einfach an sich nimmt. Oder wenn er selbst weniger hat als derjenige, der auf der Straße rumläuft, wenn derjenige auf der Straße, der rumläuft, mehr Eichenkäfer hat als er. Er versteht das Konzept Straße nicht. Schiff. Okay. Danke, Schiff. Ja. Zu deiner, wenn du jetzt so anfängst zu versuchen zu erklären, ja, dir wird auffallen, dass er wohl nichts mehr weiß, was nicht auf diesem Schiff ist oder war. Er hat quasi kein Leben außerhalb dieses Schiffes. Straße, Stadt, sowas kennt er nicht. Dann wird es Zeit, dass du Straßen und Städte kennenlernst. Lupdil. Ich zeige dir Kunchum. Genau, ich zeige dir Kunchum. Gut, Yalan möchte nach oben. Willst du zu Ephadaios oder zum Steuerbaum? Eigentlich beides. Eigentlich beides. Dann steht Ephadaios oben auf der Treppe, guckt über ein paar Karten am Brückenturm und wurde wohl gerade runtergeschickt von der Magistra. Euer Gnaden, da seid ihr ja. Wo geht's denn hin? Plan ist Kunchum, nicht wahr? Nein, wo ihr gerade hingeht. Einmal noch die Karten studieren. Die Magistra dachte, sie könnte mich von der Brücke verbannen. Warum? Vielleicht solltet ihr als Kapitän einen. Ich weiß es nicht. Ich wollte die Wogen mit ihr glätten, aber. Nun, sie ist wohl der Ansicht, dass wir wohl eher gelehrte Herren der Schwarzen Gilde hier an Bord anstellen sollten, statt ihresgleichen. Ich werde mit ihr reden. Gut. Ephadaios, ihr müsst die Steuerfrauen an eine kürzere Leine legen. Das ist schon wahr. Also scheinbar kann das Schiff ja auch fahren, während eine von ihnen bewusstlos ist. Vielleicht kann das Schiff sogar fahren, wenn eine von ihnen losgelöst ist. Damit könnten wir Pirinjaine retten. Oder sie an das Schiff gebunden halten, damit es vielleicht das tut, was wir sagen. Gut. Zu ihrer hochwohlgeborenen Romilly.
dass sie ihre, wie nennt sie es, Mondkraft, dem Steuerbaum und Celeste und damit der Arche zur Verfügung stellte. Sie hatte mich darauf angesprochen und ich stimmte zu. Ich halte es nicht für recht, dass sie nun ihre Zeit in einer Zelle fristet. Ich würde das auf meine Kappe nehmen. Vielleicht können wir aber auch ihr, nun, bis sie, ich weiß nicht, ob es zu einer Verhandlung kommen soll, bis dahin freie Bewegung auf dem Schiff gewähren. Ihre Exzellenz Priodine wird uns dann garantiert aufs Dach steigen. Wir könnten hier sicherlich freie Bewegung gewähren, aber wir möchten die Inquisition auf unserer Seite wissen. Und das bedeutet, dass wir das richtig machen oder gar nicht. Wir haben es aus dem Eisen herausgeredet. Ich nehme an, das wird ihr als Zauberin das größte Ungemach ersparen. Die Einzelzelle ist ja nun wirklich auch nicht sehr klein. Und Ihre Exzellenz als Inquisitorin muss sie natürlich Straftäter finden. Aber ich glaube, sie geht dabei härter vor, als es jeder Richter in Cuntium tun wird. Und ich bin mir sicher, dass Priodini nun an Praios Lehren gebunden ist und deinen Befehl als Kapitän befolgen wird. Das wird sie, aber nach Möglichkeit möchte ich ihr gerne nicht befehlen müssen, den Gefangene freizulassen. Würde uns sehr viel Ungemach ersparen. Wohl wahr. Gut. Ich werde einmal nach den Gefangenen schauen. Es scheint sich ja nicht um Piraten zu handeln. Natürlich, natürlich. Für mich geht's nun weiter die Treppe hoch. Herr Kapitän, auch ihr stört, so leid es mir tut. Ich habe eben schon euren Kaplan nach unten verwiesen. So leid es mir tut, muss ich mit euch sprechen. Ich kann so nicht arbeiten. Was gibt es? Der Kaplan, ihr nennt, berichtete mir darüber, dass es wohl zwischen euch und ihm einige Unstimmigkeiten gibt. Selbstverständlich. Ich kann es nicht gebrauchen, wenn sich zwei Personen hier auf dem Oberdeck, auf dem Steuerdeck herumtreiben, die sich nicht abkönnen. Was liegt an? Was ist euer Problem? Mein Problem? Ich sagte, ich habe kein Problem mit einer Hexe an Bord. Allerdings, wenn sie dämonologische Umtriebe hier nach oben bringt und auf Befehl oder Handlungsbefugnis des Kaplans dunkle Magie in ihn hineinpumpt und so das Schiff nährt, dann habe ich damit ein großes Problem. Das ist unkontrolliert. Man stellt damit dem Schiff Macht zur Verfügung, die es auf eigene Weise nutzen kann. Zudem ist er sehr abfällig. Er redet über uns. Und wenn er ein Problem mit uns hat, dann, nun ja. Ich habe kein allzu hohes... Nun, ich halte die Götter sehr hoch, alle 12, aber denke, dass sie... Lassen wir das. Ich möchte euch nicht verärgern. Er hält das Schiff derzeit ganz alleine in Bewegung unter der Kontrolle. Das legt ihm eine große Last auf. Das sollte euch auch zu denken geben. Eine bessere Möglichkeit haben wir derweil nicht. Und was ich euch fragen wollte, ihr sagtet gerade, dass diese Kraft, diese Sternkraft nannte ihr es, ja? So kann man das nennen, ja, von Mara geschenkt. Wenn man sie dem Schiff zur Verfügung stellt, dass es sie dann nach eigenem Ermessen nutzen kann. Aber wenn wir es durch das Fressen von anderen Schiffen oder das Aufnehmen von Unwasser stärken, ist es da nicht das Gleiche, nur ohne Magie oder zumindest ohne eigene Magie? Wo ist der Unterschied?
Nun, ich halte es generell für falsch, ihm irgendetwas zu geben. Ob das nun Schiffe sind, die gefressen werden und das Holz bis auf alle Ewigkeiten zu Unholz verwandelt wird, das Metall bis auf alle Ewigkeiten in Unmetall verwandelt wird, auch das halte ich für ganz falsch. Ich bin hier, um meine Forschung zu betreiben, und es ist mir gleich, ob wir immer noch in dem Sumpf von Festum stehen oder, nun ja, durch die blutige See marschieren, aber egal, was getan wird, wenn dieses Schiff gefüttert und genährt wird, dann ist das etwas, was ich nicht billige. Ich trete mal an Piranjane heran und wische ihr mit dem Ärmel ein wenig von dem Blut aus dem Mund, das da vermutlich wieder hinabläuft. Sickert. Kannst auch feststellen, wie sie sich wohl, ja, wie es am Stamm heruntergelaufen ist, genau an ihrem Kinn hinunter. Sie schaut dich aus, ja, geröteten Augen an. Ich glaube, dir mir gefällt das, Magistra. Ich glaube, dir mir ist wohl dabei, dieser Dämonenarche herumzulaufen, deren untere Decks komplett nach Unwasser riechen. Und diese seltsamen Käfer überall herumkriechen und überall hineinkommen. Ich glaube, mir ist wohl dabei zu sehen, wie die Steuerfrau leidet jedes Mal, wenn wir ein Schiff fressen. Dann solltet ihr vielleicht damit aufhören. Und unsere einzige Möglichkeit, den Erdteichen die Stirn zu bieten, aus der Hand geben. Nein. Nein. Das ist doch eine sehr schwarze Einstellung, möchte ich meinen. Die einzige Einstellung, die zählt. Seit 10 Jahren nichts passiert. Ach, der. Auch egal. Nobrien ist immer noch besetzt. Genauso wie Maraskan, genauso wie Oron. Die gesamte blutige See ist kaum befahrbar. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diesen Griff, diesen Würgegriff endlich zu brechen. Und ihr scheut davor. Gleichzeitig behauptet ihr, den Götter zu ehren. Ich scheue mich nicht davor und ich verurteile euch auch nicht. Ich sage nur, dass es durchaus schwarz ist. Ihr benutzt einen Dämon als Werkzeug. Wenn ihr ihn damit tötet, und ich bin mir nicht ganz sicher, was dort unten abgelaufen ist, dann ist das nicht nur schwarz, sondern dann ist es auch strafbar. Wenn ein Dämon durch eure Hand tötet, völlig egal, ob ihr ihn kontrolliert oder ob ihr ihn nicht kontrolliert, dann fällt das unter den Codex Albyricus und ihr werdet verbrannt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dort unten passiert ist, und es ist mir quasi auch egal, ich will es gar nicht wissen. Aber wir halten fest, das ist nicht Praios gefällig, das ist nicht Effert gefällig. Und je nachdem, wie viele Seelen hier noch unter euch leiden, lassen wir das. Wie gesagt, ich möchte euch nicht verärgern. Ich bin gerne auf diesem Schiff. Ich forsche gerne. Wir haben hier die Möglichkeiten, die blutige See und sämtliche Archen zu erforschen, wie es uns sonst anders nicht möglich ist. Aber ich kann das auch vom Sumpf aus in Festung. Ich muss nicht durch die blutige See wandeln und andere, sei es die Plagenbringer, ich muss sie nicht aufhalten, ich muss sie nicht zerstören. Nicht mit diesem Ding, nicht mit Rotzen, nicht mit Harpunalen, es ist mir gleich. Ich bin diejenige, die hier forscht, die sich um die Steuerfrau kümmert, vor allem um Piranjane. Wie gesagt, ich halte die Götter nicht hoch, aber eine Geweihte, die an diesen Baum gebunden ist und die mit ihrer Seele bereits in den Niederhöllen mit einem Bein steht. Ich versuche, sie aus dieser Niederhölle herauszureißen. Und es ist mir nicht möglich, wenn ich alle Nase lang gestört werde. Weder von euch, noch vom Kaplan. Eure Forschung dient einzig und allein dazu, uns zu sagen, wie wir gegen andere Archen besser kämpfen können. Und wie wir Piranjane da herausbekommen. Sie ist nicht dazu, die Handlung dieser Arche einzuschränken. Oder den Steuermann in seine Handlung einzuschränken. Benehmt euch entsprechend. Okay. Denn das ist ein Kriegsschiff. Okay. Ich bin bereit. Ich kann Piranjane herausschneiden. Was passiert, wenn ich euch eine Axt in den Kopf treibe? Genau in die Mitte. Was passiert dann? Vermutlich wird mich das umbringen. Je nachdem, wie kräftig ihr seid. Okay. Ich kann Piranjane hier rausbringen. Eine Gehirnhälfte. Ihr solltet, wenn ihr anatomisch gebildet seid, solltet ihr wissen, dass es 2 Gehirnhälften gibt. Ich kann dieses Band durchschneiden. Ich bin mir nicht sicher, ob Piranjane das überleben wird. Die Chancen stehen aktuell 70-30. 70%, dass sie stirbt, 30%, dass sie überlebt.
Und dann wird dieses Gebilde, dieses Schiff, wird danach unbrauchbar sein. Das ist nicht gut genug. Dieser Steuerbaum funktioniert, weil beide Schwestern sich nicht den Körper teilen und auch nicht die Seele, aber sie sind miteinander verbunden. Sie sind Zwillinge seit Geburt an. Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert ist und es interessiert mich auch nicht. Aber sie haben eine Verbindung miteinander aufgebaut und wenn ich diese trenne, dann funktioniert nichts mehr. Weder das Schiff noch das. Der eine Körper überlebt ohne den anderen. Sie braucht Unwasser in ihren Adern. Das ist der aktuelle Stand der Forschung. Und ich Das ist weiß nicht, nicht wie gut das auf anderen genug. Schiffen aussieht. Es kann durchaus sein, dass größere Schiffe mehr Steuermänner oder Steuerfrauen haben. Es kann sein, dass kleinere Schiffe gar keine haben und dann sehr intuitiv handeln, wie Tiere, sehr reflexhaft. Es kann sein, dass ein einziger Steuermann reicht, je nachdem, wie kräftig und wie stark er ist. Das ist etwas, was ich herausfinden muss, wenn wir andere Archen sehen. Wenn wir sie vernichten oder so etwas, dann schauen wir nach, ob es ein, zwei, drei, viele Steuerfrauen, Steuermänner gibt oder gar keinen. Gut, im nächsten Enterkommando seid ihr dabei. Sie verzieht ihren Mundwinkel. Ich wende mich dann zum Gehen zur Treppe, bleib nochmal stehen. Und halte die Frau am Leben. Egal, was sonst passiert. Dann gehe ich weg. Bau nochmal kurz Server da aus. Wo auch immer der gerade ist. Von da ist es, glaube ich, nach unten gegangen. Weiß nicht, was er machen wollte. Ich möchte zum Anthropeum. Ich werde sicherstellen, dass ich, wenn ich mich durch unser Lager schlage, unentdeckt bleibe und mich niemand verfolgt. Ich vermute, da wird keiner rumrennen. Es sei denn, Ragnar ist gerade dabei, irgendwas auf Listen zu schreiben. Na, einfach das. Vermutet ja, dass Romilly noch mehr im Schilde führt, als sie preisgibt. Und deshalb wird er vor allem gucken, ob sie irgendwie wieder irgendwo herumgeistert. Die liegt wahrscheinlich noch auf der Krankenstation. Vermute ich jetzt. Ja, also wenn ich niemanden entdecke, der mich verfolgt, werde ich mich wieder in den geheimen Bereich der Arche und ins Anthropeium begeben. Das erste Würfel Mal mal bitte, seitdem. warte, würfel mal bitte eine Zimmermannsprobe für die Tür. Je nachdem, wie viele Sternchen du jetzt hast, ist die Sinnenschärfe zum Entdecken dieser Tür erschwert oder erleichtert. Also, wenn du jetzt 15 Sternchen über hast bei der Zimmermannsprobe, dann ist die Sinnschärfeprobe um 15 Sternchen erhöht. Okay. Das ist ein normaler Zimmermann oder ist das Schiffszimmermann? Das ist Zimmermann. Okay. Tück, tück. Sieben. Das heißt, Sinnschärfe ist jetzt um sieben erleichtert. Die Sinnschärfe ist um 7 erschwert. Wenn Ragnar jetzt dort unten rumläuft, kann er eine Sinnschärfeprobe erschwert um 7 machen. Ah, achso, okay. Okay. Ah, Entschuldigung, war das für die Geheimtür? Für die geheime Tür. Ah, das Anfertigen, okay. Darf ich da nachträglich jetzt noch ein paar AFP benutzen? Selbstverständlich, wenn du welche hast. Okay. Ja, dann benutze ich nachträglich 8 ASP. Wollte gerade sagen, da solltest du ordentlich raushauen. Dann ist die 7 und 8 sind 15. Sinnschärfe erschwert um 15. Gut, dann stehst du im Anthropeo. Ja, einfach das geht dort ganz langsam rein und macht sich schon auf den Anblick gefasst, den er dort wieder sehen wird. Ein mit Unwasser durchpumpter Delfin, nein, sogar mehrere, die dort als Nieren an der Wand hängen. Eine Schande hat sie mich genannt. Und du? Warum bist du hergekommen? Warum? Warum schickst du deine Boten nach mir? Daraus schlägt gegen die Wand neben einem der Delfine. Ich bin nicht länger einer der deinen. Deine Stimme erreicht mich nicht mehr.
Ich höre sie nicht einmal. Warum? Ich bin nicht mehr zu retten. Ich bin nicht mehr einer deiner. Ich kämpfe jetzt nur noch für die Menschen. Für die, die in dieser Sphäre leben. Nicht dich, nicht die Herzogin der nachtblauen Tiefen, nein. Nur noch für uns. Weißt du was, mein Prinz? Es interessiert mich nicht. Wie gesagt, ich bin eine sehr gütige Göttin und du kannst kämpfen, für wen du willst. Ich kann dir anbieten, mehr Macht zu bekommen. Aber wenn du das ausschlägst, dann bleib dabei. Du kannst dich gerne demnächst in einen der Tempel begeben. Vielleicht von meinem Bruder. Du wirst sehen, was passiert. Spätestens dann, wenn du mit deinem Kopf auf den Tempelboden aufschlägst und ausblutest. Spätestens dann gehörst du mir. Wehe, zu lange habt ihr euch herausgenommen, das Schicksal der Menschen zu bestimmen. Das Einzige, was ich jetzt noch tun werde, ist, eure Wege zu lernen, zu verstehen, wie ihr die Menschen manipuliert habt, um sicherzustellen, dass wir hier ohne euer Zutun weiterleben können. Auf der See, auf dem Meer, meiner Heimat. Vater, warum schickst du mir deine Boten? Ich verstehe es nicht. Soll ich sie hier aufhängen, statt andere Leiber, statt gefangene Menschen? Ich verstehe es nicht. Warum? Warum? Schweigend saß ein Gott im Dickicht, nur Blätter werfend, hauchend, zweigend, nicht bilderstürmend, blindend. Einige nur ahnend, gründend, lassen ihre Zweige auf nieder, legt sie zur Erde. Doch heckengleich wuchernd, dürr, dem Dorngriff erliegend, erheben sich zu beiden Seiten jene, die meinen, sie seien seine Erwählten und dürften urteilen und morden in seinem Namen. Narren, wer seid ihr, dass ihr meint, den Willen eines Gottes zu kennen? Unsere Schrift ist bleich. Hörte aus, wendet sich wieder der Tür zu, blickt ein letztes Mal auf die Delfine und dann fragt er sich, Delfine dort, das Schicksal von ihnen, ist das ein Schicksal, ein Zeichen, wie sein Leben aussehen wird, wo sein Weg hinführen wird, wo er eines Tages landen wird. Du siehst, wie eine der Flossen sich schwarz verfärbt hat und dann abfällt. Gelbe Bröckchen fallen aus dem Delfin nach unten draußen, aber er lebt immer noch. Dann öffnet sich die Tür und Lubdiel steht davor, macht sie wieder zu. Lubdiel. Gut, du hast die Tür gefunden. Lubdiel findet alles auf dem Schiff. Denk dran, zu niemandem ein Wort. Nein, Ragnar soll mein Freund bleiben. Genau. Freunde sind wichtig. Freunde sind das, was das Leben ausmacht. Ein paar Stunden später. Ihr könnt den Weg an Elberum vorbeifinden. Wenn ihr weitere Schiffe fressen wollt, kannst du gleich machen. Die Sonne ist zumindest untergegangen und nachdem ihr dann das Schiff ja nach und nach verdaut, weitere Gänge, die sich formen, weiteres Holz, was angebaut wird nach eurem Belieben, könnt ihr dann in einiger Entfernung die nächste Oronische Kette vermuten. Hier wieder die Biremen, die hier eigentlich liegen müssten. Und während Yalan dann Ephordaios sucht, wird es zu einer Begegnung kommen. Dazu gleich.
Zumindest geht es Romili wieder etwas besser und auch Ragnar kann sich woanders aufhalten, wenn gewünscht. Zumindest sind eure Verletzungen größtenteils wieder versorgt. Ihr könnt ein weiteres Mal regenerieren. Das ist sehr angenehm.